Vorhang auf! Für Duida und Dessel. Hallo, bitte. Hallo. Grüß Gottle miteinander. Geht's euch gut, ja? Ehrlich? Schön für euch. Uns nämlich gar nicht. Nein. Hey, bei uns hat sich seit einem halben Jahr komplett alles verändert. Voll der Wurm drin. Auf einmal hast du den Mann daheim. Ja. Weißt du, für immer. So immer, das ist das nicht eine Katastrophe. Altersteilzeit, wer das erfunden hat, hat nicht an die Frau daheim denkt, das sage ich. Ich meine, gut, ich wollte schon immer alt werden mit meinem Gerhard. Ja, gut. Aber doch noch nicht so bald. Ja, genau. Der regt mich so auf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der regt mich so auf, den ganzen Tag daheim. Weißt du, was das Schlimme ist, dass du dich morgens gleich nach dem Aufwachen so ungerichtet siehst? Ja, das finde ich auch, Bruder. Kennst du das? Du, heute Morgen macht Auge auf, mein Gerhard liegt vor mir, ich bin so verschrocken. Nein, ich denke, das muss wirklich große Liebe sein, gell? Wenn man sich morgen so sieht und man bleibt. Ja. Ich meine, ich bin überzeugt davon, viele Paare wären gar nicht zusammengekommen, wenn die sich morgens kennengelernt hätten, ja, oder? Ja, wir sind jetzt in so einer Selbsthilfegruppe. Haben wir im Internet gefunden, www.dermannzuhause.de. Ja. Ja, da kannst du dir individuell auf deine Persönlichkeit kannst dir ein Anti-Aggressionspaket schicken lassen. Musst du einen Fragebogen ausfüllen, dann kommt ein Päckle. Bei mir war ein Boxhandschuh drin. Und dann steht drin, wenn ich mich ganz arg aufrege, soll ich einen Luftballon aufblasen. Bei mir knallt es alle halbe Stunde heim, das sage ich. Bei mir ist rausgekommen, ich soll stricken. Soll doch mal etwas sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie gestrickt. Aber ich weiß jetzt, warum meine Oma so viel gestrickt hat, das weiß ich. Ja, aber das mit dem Morgens, da hat sie recht, mit dem Morgens, mein Bub, mein Kevin, der bringt auch immer mal wieder über Nacht irgendwelche Mädchen mit. Letzte Woche ist der mal morgens mit einer Treppe runtergekommen, du. Ich meine, ich habe nichts gesagt, aber mein Blick hat wohl gelangt. Er hat bloß gesagt, Mama, sag ja nichts, ich bin gerade auch verschrocken. Ja. Oh. Danke. Ein Filou. Das ist so, gell? Das ist ein Filou, ja. Betrunken flirt ist nichts anderes wie hungrig einkaufen gegangen. Ja. Ja, ist wahr. Da kommst du mit Sarah heim, die hättest du gar nicht gebraucht, ja, gell? Ich meine, das ist eh so einer, weißt du, der hat ständig neue Weiber. Das ist auch so ein Typ, weißt du, der ist Skilehrer. Weißt du, so ein Vollblut, so ein Skilehrer, weißt du? Ja, 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 ja. Wie sagt er immer, weißt du, Mutter, lieber zwei lockere Schnalle wie eine feste Bindung, weißt du? Ja, der ist der. Ja, der ist noch jung, der soll's. Das ist auch okay. Du, soll's. Aber ich muss dir sagen, was halt auch ein Problem ist, weißt du, bei meinem Gerhard. Weißt du, mein Gerhard sieht halt auch nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren. Ja, das ist klar. Weißt du, von der Form her? Von außen meinst du, ja. Der ist in der Zwischenzeit ein wenig ovaler geworden. Ja. Neu rund. Rund, ja. Der passt gar nicht mehr zu dem Mäbel. Ja. Aber den hast du damals rausgesucht, was will ich da jetzt sagen? Nee, aber das ist schon so, gell? Mein deiner ist noch jung, der kann noch alles machen. Du musst drüber nachdenken, ja, du. Wenn ich drüber nachdenke, mein Gott, ich habe mein Gerhard schon seit über 30 Jahren. Ja. Da machst du dir manchmal Gedanken. Ist das eigentlich der Richtige, den du da geheiratet hast? Ja, weiß ich auch nicht recht. Weißt, ist das dein Traumen? Oh je, Traumen. Weißt du, wie das heutzutage der Traumen aussieht? Also, nicht. Wie mein Traumen aussieht, jetzt soll ich sagen. Hey, der wäre groß, der wäre stark. Ja. Weißt du, das wäre einer, der mich einfach mal schnappen ins Schlafzimmer zerren und übers Bett schmeißen. Ja. Und das Haus durchputzen, solange ich schlafe. Ja! Das. Genau! Ja. Aber Leute, Traumen, das ist auch so ein Wort, oder? Traumen, was gibt es überhaupt? Traumen, was ist Traumen? Ich weiß nicht. Bist du deinem Traumen begegnet? Hä? Ja. Ja? Aber warum hast du noch den genommen? Ach so! Echt, ist er das? Ach, sehen sie so aus? Jetzt habe ich auch mal langsam. Ist er gar nicht. Weißt Traumen, meiner ist schon recht, aber ob das ein Traumen ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe erst heute Nacht wieder so ein Erlebnis gehabt. Am 1:30 ungefähr heute Nacht, wir sind im Bett gelegen. Hey, auf einmal langt der so zu mir rüber, gell, und fährt mir so in der Seite runter. Dann denke ich, ja, wie war ich denn jetzt los? Hör auf! Dann langt er über mich drüber, fährt mir da hin und dann denke ich, aber hallo. Dann steht er mir so im Hals entlang, dann schon mal den Bauch runter. Hey, der ist mir an die Oberschenkel. Ich war schon ganz erregt und auf einmal hört er auf. Dann sage ich, warum hörst du jetzt auf? Dann sagt er, pst, alles gut, ich habe Fernbedienung gefunden. Hör mal, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir gerade auf, wo ich heute Nacht meine Fernbedienung verstecke. Lass ihn patentieren. Ach, Erotik, weißt du, Erotik, das ist alles. Ich mein, und wir, uns kann keiner was vorwerfen. Wir schaffen dann der Ehe. Ja. Wir waren letzte Woche gerade in Sachen Ehe shoppen. Wir haben nämlich die Sauce gekauft. Mehr muss ich jetzt nicht erzählen. Ah, doch, jetzt ist der gerade aufgewacht. Ja, die Sauce jetzt. Wir haben ganz große Augen. Wir haben heiße Teile gekauft. Weißt du? Ja. Waren zumindest mir der Meinung. Ach, doch. Aber der Schuss ist ein wenig nach hinten los. Ihr meint sofort angezogen. Meiner sieht mich und sagt, ja, morgen ist wieder an der Blase. Hätte ich bleiben lassen können. Ja, du, ehrlich. Ich meine, die ich hat ja was ganz Heißes gekauft. Das also ich war mutig. Das hätte ich mir getraut. Ich war sehr mutig. Normalerweise bin ich ja die Schüchternere von uns, gell? Aber dass ich mir das getraut habe. Ich habe mir ein Dessous gekauft, wie soll ich das beschreiben? Schwarz. Yeah. In Lack und Leder. Hey, nicht bloß dessen habe ich mir noch so Ledermäntel dazu gekauft. Weißt du, wo bis dahin noch geht? Hey, ich habe mich so gefreut, ich bin heimgekommen. Ich habe es natürlich auch sofort entzogen. Da habe ich mir so schön, weißt du, an der Schlafzimmertür, weißt du, an den Türrahmen nachgelegt. Ich habe gewartet, bis mein Gerhard kommt und der kommt. Ich strahle ihn an. Der guckt mich von oben bis unten an und sagt: Hey, Batman, was gibt's zum Essen? Ah, ja, klar. Also. Komm schon. Ja, okay. Ist das denn wirklich so? Wird man denn so schnell älter? Ich sage, es geht ruckzuck, zugi, über Nacht ist da. Ja. Ich meine, weißt du, brutal. Man echt leidet schon mit dem Älterwerden, gell? Also ich habe es letzte Woche, du, ich muss dir sagen, weil ich auch körperlich merkst, gell, dass der älter wirst. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich bück mich letzte Woche, du meinst, ich bin aufgekommen. Ich bin nicht mehr aufgekommen, mir ist so in den Rücken reingefahren. Nein, mein Gerhard schrien und gesagt, komm schnell, ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. Dann hat er gesagt, du hast doch keinen Hexenschuss. Dann hat er gesagt, das weißt doch du nicht, was ich. Dann hat er gesagt, nein, du hast keinen Hexenschuss, weil die schießen nicht auf ihre eigene Leute. Hallo! Du, ey! Das ist doch eine Frechheit, oder? Nee, auf jeden Fall ist meiner jetzt, wie gesagt, voll daheim. Der hat so gegen Ende seiner Karriere hat er so ein bisschen auch Probleme gehabt. So, weißt du, auch so ein bisschen Burnout-Geschichte und so. Der war schon sehr im Stress. Jetzt hat er so, jetzt ist er immer noch in Behandlung und muss jetzt daheim so Tagebuch führen, weißt du, was er so den ganzen Tag macht, wie er das jetzt so verpackt ist daheim. Er hat mir seine Unterlagen noch nicht gezeigt, aber ich habe vor kurzem ein wenig gerustelt in seine Unterlagen. Ja. Das war brutal. Ich kann es auswendig, ich könnte das gerade sagen. Ja, ich habe ein echtes Tagebuch von dem gelesen. Ich habe gedacht, ich lese nicht recht. Da steht also drauf, mein Tag mit meiner Frau. 8 Uhr wecken, danach sexuelle Aktivitäten. 9 Uhr Frühstück, wieder sexuelle Aktivitäten. 11 Uhr einkaufen, kochen, essen, wieder sexuelle Aktivitäten. Kleines Mittagsschläfle, Spaziergang, Abendbrot, 18 Uhr, nochmal sexuelle Aktivitäten. 21 Uhr ins Bett, da sehr müde. Ja. Ich denke, ich war es ganz komisch. Ich denke, das muss ich fragen, einen angesprochen. Ich sage, sag mal, ich habe das jetzt da zufällig verwischt und habe es gelesen. Was genau verstehst du unter sexuelle Aktivitäten? Dann sehe ich da immer genau, da gehst du mir auf den Sack. So ist es auch wieder. Bis dann. Dankeschön. Bis dann. Dankeschön.